In den ersten Wochen zu Hause stellt man sich viele Fragen. Wie stille ich mein Kind richtig? Woher weiß ich, dass es genügend trinkt? Welche Auswirkungen hat das Stillen auf die spätere Gesundheit? Als Mutter möchte man einfach alles richtig machen. Wesentlich für die zukünftige Gesundheit ihres Kindes ist unter anderem die Ernährung in den ersten 1000 Tagen, also von Beginn der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter. In dieser Zeit findet das rasanteste Wachstum und die schnellste Entwicklung von Immunsystem, Gehirn und Stoffwechsel statt. Indem Sie Ihr Baby stillen, geben Sie ihm das Beste für eine gesunde Zukunft. Denn im ersten halben Jahr ist Muttermilch die ideale Nahrung. Sie ist immer richtig temperiert, leicht verdaulich und enthält alle Nährstoffe, die Ihr Kind für seine Entwicklung braucht. Über die Muttermilch geben Sie Ihrem Baby wichtige Antikörper, die es widerstandsfähiger gegen Krankheiten machen. Auch auf die Kieferentwicklung und die Zahngesundheit des Babys hat das Stillen positive Auswirkungen. Darüber hinaus begünstigt es auch seine Sprachentwicklung. Der enge Hautkontakt beim Stillen gibt Ihrem Baby Sicherheit und Nähe. Dadurch entsteht das Bindungshormon Oxytocin, das die enge Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Kind fördert. Da Sie Ihr Baby von Ihren Nährstoffdepots versorgen, haben Sie in der Stillzeit einen deutlich höheren Bedarf an Omega-3-Fettsäuren sowie wichtigen Spurenelementen und Vitaminen wie Eisen, Zink, Jod und Folsäure. Achten Sie daher besonders auf eine ausgewogene und nährstoffreiche Ernährung und dass Sie ausreichend trinken. Wichtig ist, dass Sie nicht nach der Uhr, sondern nach Bedarf stillen. Zeitpunkt und Dauer bestimmt dabei Ihr Baby. Nach 6 bis 8 Wochen finden die meisten Stillkinder ohnehin ihren eigenen regelmäßigen Rhythmus. Achten Sie auf eine bequeme Stillposition, damit Sie Ihr Baby auch über längere Zeit darin halten können. Stillen Sie Ihr Baby an beiden Seiten. Das unterstützt eine gleichmäßige Milchbildung und beugt wunden Brustwarzen vor. Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie nicht voll stillen können oder möchten. Auch Teilstillen ist wertvoll. Das Verdauungssystem Ihres Babys reift in den ersten 3 bis 4 Monaten noch heran. Das kann der Grund für Verdauungsbeschwerden sein. Oft helfen einfache Maßnahmen wie Tees, warme Bäder oder Bauchmassagen. Auch der sogenannte Fliegergriff kann bei Ihrem Baby für Erleichterung sorgen. Stillen ist die beste Ernährung für die gesunde Zukunft Ihres Babys. Nutzen Sie dieses wichtige Zeitfenster in den ersten 1000 Tagen Ihres Kindes.